Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu Planet Zoo. So, ich mache hier gleich mal wieder auf Pause. Wir schauen mal hier in die Herausforderung rein. Okay, da brauchen wir jetzt nichts abholen. Wir wollen hier an dem Pfauengehege weitermachen. Mal gucken, was hatten wir denn jetzt hier gemacht? Genau, wir hatten die Gehegetür eingefügt, wir haben die Türen da vorne eingefügt gehabt und jetzt bräuchten wir natürlich noch ein Dach. Das ist gar nicht so einfach, da wir ja keine Dachteile in Holz haben. Ne? Also da haben wir ja noch so überhaupt nichts. Ich glaube nur Flachabdeckungen. Ne? Also da haben wir nichts und da haben wir eben die Flachabdeckungen. Was ich hier mit den Runden sehr schade finde, ist, dass die immer nicht zusammenpassen. Ja, ich zeige euch das mal, was ich meine. Das packen wir jetzt dahin. Dann drehen wir das andere, weil wir einen Kreis daraus bauen wollen. Und dann sieht das nämlich so aus. Das ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen negativ. Das sieht nett aus. Also, ja, das ist dann eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen. Wir könnten jetzt hier damit im Flachdach machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Oder aber wir basteln selber eins. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, aber machbar. Warte mal, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Da war das genau. Hier haben wir nämlich die Rampen. Und die können wir flexibel drehen in alle Richtungen. Ja. Dann ist eben nur die Frage, wie wir hier vorne das Ganze dann eben zubekommen. Da müssen wir mal eben schauen, ob es da überhaupt Wände für gibt. Wahrscheinlich eher nicht, ne, wenn es kein Dach gibt. Doch, gibt es. Dann gibt es mit Sicherheit auch ein Dach. Also bin ich mir ziemlich sicher. So, wir würden das jetzt einfach hier in diesem Stil machen, genau. Also wenn es das hier schon gibt, sollte es eigentlich auch ein Dach geben. Vielleicht ist da irgendwas noch nicht fertig geforscht oder so, wie ich ja schon gesagt hatte, dass da irgendwas noch nicht so ganz fertig ist. Was erforscht der denn hier überhaupt jetzt? Die Dings, die Imbissstände. Ja, vielleicht lassen wir den zweiten einfach auch noch ein bisschen forschen. Und zwar, ich weiß nicht, in welchem Design das drinne ist. Südamerika. Ja, wir erforschen erstmal weiter hier und schauen dann mal. Wir werden das jetzt erstmal, denke ich, mit Rampen versuchen zu machen. Schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. So, da waren die. Hatten wir das oder das? Das hier, glaube ich, ne? Genau. Dann einmal drehen hier. Gut. Das hier können wir eigentlich auch noch mal da drauf machen. Und hier auch. Dann haben wir da zwar ein bisschen was offen, aber das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist schon in Ordnung. Okay, so, also Dächer, Schrägdächer, Vordächer und Attiken. Ja, das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Dächer und Böden. Und da haben wir ja, wie gesagt, nur das hier. Ne? Da ist eben, wie gesagt, die Frage afrikanisch, ja. Hauptspiel Holz. Aber afrikanisch haben wir doch eigentlich fertig erforscht, oder indisch, arktisch, Südamerika, Ostasien, Afrika haben wir eigentlich erforscht. Okay, egal. Wir improvisieren jetzt erstmal hier und schauen dann weiter, ob es dann funktioniert.
nach einer Zeit oder eben nicht. Jetzt müssen wir das auf jeden Fall ein bisschen hinlegen. So. Und dann schauen wir mal, dass wir das daran gebastelt kriegen. Das ist jetzt ein bisschen kleiner. Sieht zumindest so aus. Okay, also so sieht das schon mal ganz nett aus. So kann man immer schön sehen, dass es gerade ist. Okay, also das kann man so nehmen. Das war jetzt, welche Größe? 4x4. Haben wir da noch was anderes? 4x2, 1, 4x2. Also 4 ist da das längste. Okay, dann das Ganze noch etwas schieben. Also eigentlich so runter. So, jetzt müssen wir eben kurz nach unten gucken, dass alles gut aussieht hier. Ja, gefällt mir ganz gut. Auch der Überhang hier ist nett. Soll nicht zu viel sein, aber eben auch nicht zu wenig. Wir wollten ja eigentlich machen, dass man hier reingucken kann. Da wäre es ja eigentlich schöner gewesen, hier auch noch ein kleines Dach zu haben, ne? Wir schauen mal eben, wenn ich das... mal eben rückgängig machen hier. So, und dann hätte ich das gerne zurückgesetzt. Nein, eigentlich hätte ich nur gerne, dass ich es so schieben kann, genau. Aber irgendwie habe ich die letzte Zeit immer, dass das schräg ist. Gut, aber wir können das hier ganz gut schieben. Und dann könnte man hier nämlich einen Unterstand draus basteln. Das fände ich ganz, ganz nett. Das würde mir jetzt gut gefallen. Darüber. Und da. Ja, es ist ein bisschen schwierig, wenn ich das jetzt nicht so gerade schieben kann. Von Welt auf relative Achse setzen, Drehung auf Weltachse zurücksetzen. Ah ja, jetzt funktioniert das hier doch ganz gut. So, fast, also wirklich fast perfekt. Jetzt haben wir es. Okay, gut, so, das nehmen wir so. Ich weiß noch nicht, soll das nach hier vorne so weit überhängen oder sollen wir da das nicht machen, hm? Nee, ich will eigentlich das hier und das da kopieren. Ich glaube, da muss ich das von Gruppe erstmal lösen hier, ne? Um das dann auswählen zu können, genau. So, das machen wir jetzt so. Und verschieben das Ganze noch ein bisschen. Hier rüber. Das ist auch ein ganz kleines bisschen schief. Das müssen wir nochmal nachjustieren. So. Ich denke, das ist jetzt gerade, genau. Ja,
Dann würde ich das nur so ein bisschen hier vorne überstehen lassen. Ich würde dann nämlich gerne noch ein kleines Vordach ranbauen. Also so würde ich sagen, machen wir es. Genau, so drei reicht da völlig aus. Und dann schieben wir die einfach hier weiterhin. Und dahin. Ah, und jetzt bräuchten wir ein halbes. Aha, toll. Ja, dann. Drei, hatte ich gesagt, hatten wir da vorne, ne? Überstehen. Also so, ja. Nein, so nicht. Drei hatten wir gesagt. Ja, es scheint auch so ein ganz kleines bisschen einen anderen Winkel hier zu haben, ne? Also ein bisschen, ich bin ein bisschen schief. Aber das können wir gleich noch mal im Ganzen ein wenig justieren. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir das hier so hinbekommen. Ja, dass man eben nicht sieht, dass es ineinander geschoben ist, ne? Und hier sieht man jetzt, okay, da ist irgendwas schief. Dann wählen wir das jetzt einfach alles aus, packen das in eine Szenerie. Und dann können wir nämlich das ganze Ding verschieben. Nee, nicht kopieren und verschieben. Einfach nur verschieben wäre toll gewesen. So. Erschieben. Ich glaube, wir müssen das Ganze wahrscheinlich erstmal drehen. Ist nur die Frage, wohin? Also eigentlich so, ne? Das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber da bin ich, Dingsen, da auch. Okay. Und dann nehmen wir es ein ganz, entweder nehmen wir es ein ganz kleines bisschen hoch oder wir drehen das. Aber ich glaube, da sieht man die Wand durch. Das heißt, wir nehmen es einfach ein ganz kleines Stückchen hoch. So. Dann sind wir da gut. Da sind wir gut. Und dann schauen wir hier unter. Ja. Perfekt, alles gut. Okay, so nehmen wir das jetzt. Ist, ja, ne? War ganz schön schwer jetzt. Ganz schön knifflige Sache. Mit den Dächern, also das finde ich immer sehr, sehr aufwendig. Aber es macht Spaß, das auf jeden Fall. Jetzt natürlich die Frage, wenn wir jetzt hier den Überhang haben, weil die Leute da ja gucken können. Wir kommen mit dem Dach hier rein. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel. Wir müssten hier das Teil eigentlich wegnehmen. Und das hier zur Hälfte eigentlich auch. Das heißt, wir müssen das ein bisschen verschieben. Und zwar wieder so, dass wir eben nicht sehen, dass wir da was verschoben haben, ne? Ah, ist nur die Frage, kriegen wir das hier hin jetzt? Scheint nicht. Also hier scheint das jetzt irgendwie nicht zu passen. Aber warum nicht? Hm. Okay. Ja, vielleicht müssen wir sonst einfach, dann lassen wir das so, würde ich sagen, so wie es ist. Und wir tun das ganze Haus einfach ein bisschen verschieben. Ja, wir machen da einfach dann, ja, verschieben wir einfach das ganze Haus. Und ja, jetzt müssen wir das hier noch eben kopieren.
das hier kopieren. So, dann müssen wir das Ganze drehen. Und dann ist jetzt die Frage, wie wir hier weitermachen. Vielleicht können wir das einfach auch noch ein Stückchen hochschieben hier. Also die andere Seite hier ein Stück weiter herschieben. Dass wir das Ganze hier so machen. Und das hier schieben wir jetzt einfach auch ein bisschen da in die Richtung, ein wenig höher. Gucken, ob das alles soweit gerade ist. Wo ist denn hier die Mitte ungefähr da, ne? Da ist ungefähr die Mitte. Oh, wir schieben uns das hier schon so zurecht, wie wir das haben wollen, ne? Das ist vielleicht ein bisschen weit. Ja, ist jetzt nicht wirklich schön. Gefällt mir jetzt nicht so wirklich gut. Ich glaube, dann machen wir einfach das so, wie wir das vorher hatten. Also so in etwa zumindest. Also wir machen hier dann halt jetzt genau die Mitte. Ziehen das jetzt hier hoch. So. Ist das denn jetzt die Mitte? Ja. Ich glaube, das also, es sieht alles andere als gleich aus, ne? Es sieht wirklich nicht gleich aus. So, ich brauche das hier. So, wenn ich das jetzt hier kopiere, ja, müsste ich das jetzt eigentlich spiegeln. Aber haha. So geht das. Das ist so oft gesehen, dass die Sachen einfach genommen werden, gedreht werden und dann einfach wieder angesetzt werden und das alles immer hundertprozentig passt. Bei mir irgendwie nie. Und ja, jetzt weiß ich, was die Leute machen. Okay. Ja, perfekt. So kann man es dann doch nehmen. Also hier würde ich das Ganze tatsächlich kürzer machen, weil das gefällt mir so eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, wir machen hier auch nochmal einen Unterstand draus, irgendwas Offeneres. Ich würde jetzt das Ganze hier erstmal in ein Dings speichern, glaube ich. Ja, das ist ein bisschen viel. So, dann fehlen noch die Türen. Was fehlt hier noch? Das da und dann haben wir, glaube ich, alles in diesem Ding gespeichert und das brauchen wir natürlich noch.
Jetzt können wir das Ganze als Bauplan speichern oder eben bewegen. Ich bewege das jetzt mal, um zu gucken. So, da haben wir nämlich die Hälfte nicht drinne. Ich weiß gar nicht, ob ich das damit reinnehmen kann. Dann sollten wir vielleicht mit den Sachen einfach anfangen, das auszuwählen. Also das ist jetzt ja ausgewählt, aber vielleicht kann man das auch nicht auswählen, weil das ein Gehegeteil ist. Das könnte sein, dass das überhaupt nicht geht. So, nochmal verschieben. Ja, nein, das funktioniert auf die Art und Weise nicht. Ah, schade, wirklich schade. Dann müssen wir die Gehegebarriere nochmal neu machen, aber das Haus an sich kann man verschieben. Das wäre ja schon mal was. Also, dann verschieben wir halt nur das Haus erstmal. Den Türen. Tür. Eigentlich kann man die Mitarbeitereinrichtungen mit verschieben. Warum kann ich das eigentlich nicht kopieren? Ja, jetzt ist nur die Gehegebarriere stehen geblieben quasi. Also, wir könnten jetzt das Ganze weiter hierher schieben, um dann einfach auch den Leuten die Möglichkeit geben, hier reinzugucken. Ich fand das so schön, als das da stand. Ich will das eigentlich. Okay, wir bauen um. Das hat so keinen Sinn. Ich will das eigentlich so behalten, wie es war. Ich will das da. Nein, Moment, ich will das da weghaben. Und das hier dann eigentlich auch. Das würde ich aber eigentlich gerne erstmal nur verschieben. So. Und dann müssen wir hier ja noch das Dach etwas runterziehen. Wir könnten auch, um das eben nicht hier komplett verschieben zu müssen, könnten wir die beiden Dinge dann nehmen. So. Und schieben das einfach ein Stückchen in die Richtung. So. Ja, ist jetzt nicht 100% perfekt, aber ich glaube, das kriegen wir sowieso nicht hin. Aber so sieht das Ganze schon etwas besser aus, ne? Also vom Ding her. So, und dann würde ich hier einfach ja auch noch eine Mauer oder irgendwas hinmachen. Kurz hier noch mal schauen. Da müssten wir dann ja eigentlich auch ein Sichtfenster reinmachen, ne? Ich weiß gar nicht, ob das von den Leuten angenommen wird, ob die da überhaupt durchgucken. Keine Ahnung, wirklich nicht. Wir werden das ausprobieren. Das müsste man jetzt ja auch zumachen, ne? Das können wir ja nicht einfach offen lassen. Das heißt, da müsste noch von innen dann eine Glasscheibe gegen. Wir experimentieren hier mal rum. Milchglas. Nee. Glas. Richtig Glas. Genau sowas. Fenster groß. Tür. Ja, aber das ist alles nicht so richtig durchsichtig, ne?
Hier gibt's Fenster. Aber da kann man nicht durchgucken. Und wenn wir das hier wegnehmen und eine Gehegebarriere draus machen, geht das? Also, wir probieren das einfach aus, ne? Hier, das hier. Nee, in die Richtung. Ja. Moment mal. Gut, das ist jetzt hier innen angesetzt. Vielleicht können wir das komplett so machen, dass wir da ansetzen quasi. Uah. Ach, jetzt sehe ich nichts da. So. Da weitergehen. Aber hier komme ich dann nicht dran vorbei. Ah, warte mal, da ist noch ein Gehegeteil. Okay. Und jetzt muss ich das irgendwie hier hingesetzt bekommen. Funktioniert so rum nicht. Machen wir das so rum. Das geht. Okay, alles klar. Wir gehen nochmal rein in die Hütte. Also, wir können das Ganze natürlich hier auch sehr kompliziert machen, ne? Wie ihr merkt, geht das hier sehr, sehr schnell. Sehr kompliziert. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich hochziehen. Also eigentlich nur den da erstmal. Bis da oben hin. Und dann ziehen wir die anderen nach. Ne? So, dann schauen wir von draußen, ob das okay ist so. Ja, okay, hier oben sieht man das natürlich, ne, im Dach, aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Das ist eigentlich in Ordnung. Und dann müssen wir die Barriere umändern. Und zwar ein Einwegspiegel. Ja, dann wird natürlich aus dem Holzding, sollte eigentlich. Ja, da wird natürlich ein Metalldings draus, weil wir das alles ausgewählt haben, ne? Genau. Ich nehme jetzt mal nur dieses Stück hier von der Barriere und tausche das aus. Dann müssten die Holzbalken bleiben. Ne, es wird trotzdem Metall, ne? Oder sind jetzt das die Holzbalken geblieben? Moment. Ja. Ja, das hat geklappt. Hier. So, dann machen wir hier den Einwegspiegel andersrum. Das können wir nämlich ändern. Da war das, ne? Genau. So. Okay. Ist jetzt nicht wirklich mega schön, ja, weil das hier ein kleines bisschen schief ist. Ich will mal gucken, ob wir das kaschieren können, indem wir einfach da noch eine Wand dransetzen. Halt, das Glas muss raus. So. Da können wir das daran setzen. Okay. Das sieht doch richtig gut aus jetzt. Moment, jetzt wollen wir doch gucken. Das sieht richtig gut aus. Wie sieht es von außen aus? Ja, perfekt.
Also wirklich perfekt geworden, oder? Also ich finde es richtig toll jetzt. Das ist gut, dass das alles funktioniert. Ich finde das, bin immer noch begeistert von den ganzen Möglichkeiten, die man hier hat, ne? Ich habe immer noch nicht alles gesehen und alles ausprobiert, wie man ja merkt, sonst würde ich nicht so viel experimentieren. Ja, also es wird. Mal schauen, ob wir im nächsten Part dann den Stall fertig bekommen. So, dann beende ich jetzt erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also, bis dann. Ciao, ciao.